Ah, ihr könnt auch nicht wechseln. Hä? Wir können ja noch nicht So, wechseln. ja, aber Shigi. Warte. Ja, wirst nicht ein. Der sagt aber, wenn er wechselt, los, Knurak! Und es ist auch richtig hohen Scheißstimme. Als wäre der 12. Ja, Ash wird ja auch in der deutschen. Ja, Ash wird ja auch 12 in der deutschen, ist mir scheißegal. Von der Frau gesprochen. Der sieht aber nicht aus wie Ash. Ja, das stimmt nicht, weil er. Es ist ja auch der aus dem Anime, aus dem Manga. Ja, ist mir doch egal. Im Pokémon Manga kann Pokémon sogar sterben. In der amerikanischen Version hat er eine relativ normale, gute Stimme, finde ich. Ach, ja, schon immer noch. In der deutschen klingt er einfach so scheiße. Und hast du die deutsche Version? Hä? Du hast doch die deutsche Version. Ja, aber es wird mir auch schon länger her, als ich gespielt habe, ne? Und hätte vor allem. Ja, mal auffallen müssen. Ja, ja, das hätte so, was merkst du dir, das ist ein Trauma. Oh Gott, das war jetzt keine. Oh Gott. Warum kämpfen wir überhaupt? Weiß nicht, warum nicht? Wir sind hier nicht mehr Mario und Luigi. Oh, ich hasse die Dinger. Die sind geil, nein, die sind cool. Man muss möglichst oft auf die drauf kloppen, sonst regenerieren die sich nicht. Das war für die Zuschauer. Achso, gut. Okay. Es gibt auch noch andere Leute, die das vielleicht gucken. Also vielleicht. Dann unten kommt Sticker. So. Auf einmal steht der Pokémon-Trainer da hinten. Ich habe übrigens die Stelle verwechselt. Gut, also die Geld fließt. Ist alles okay. Hä? Ist alles logisch an der Stelle. Ich habe irgendwas verwechselt. Achso, schön, du meinst ja nicht so. Naja, es ist unlogisch. Wie könnte der Pokémon-Trainer immer von Wort zu Wort? Ja, gut, das meine ich aber nicht. Ich dachte, es wäre viel unlogischer. Hallo? Nein? Nein? Hallo? Musst du? Beweg dich doch. Ich dachte, der Pokémon-Trainer würde, also Shinke würde mitverfolgt werden. Von diesem Film. Dann wäre es halt unlogisch gewesen, dass der Pokémon-Trainer einfach hinten steht und nicht er verfolgt wird. Einfach hinten nur steht und nichts macht. Eigentlich habe ich das irgendwas falsch in Erinnerung gebracht. Aber das kann ja jeden Mal passieren. Nein. Autsch, 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 autsch. Die sind aber auf heftig sind die schon ganz schön heftig, ne? Ne! Ich meine auch diese Pixel-Dinger da. Jetzt ist in deinem Element gerade, ne? Christoph beugt sich nach vorne. Ne, ich muss mich einfach hinsetzen. Ich muss irgendwie gerade drücken. Nein, du bist in deinem Element. Boah, komm! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, spring da raus. Gut, danke schön. So, ich hab gerade mal 304%. Das ist alles noch im grünen Bereich. Und unten ist es doch rot. Ja. Komm schon, die Witze des Abends. Ja, die gerade gemacht. Hallo, stört den Stern die jetzt nochmal? Nein! Die Sterne wollen wir immer auf den gleichen draufhauen. Och. So. Shigi, Shigi! Die Pokémon klingen auch noch mal extra scheiße. Nee, Shigi finde ich mir richtig geil. Shigi, Shigi, Shigi. Aber da hatte ich letztes Mal. Hier stand ich richtig lange. Und wusste nicht, dass ich da reingehen kann. Da hatte ich letztens eine lustige Diskussion. Eine Freundin bei mir in der Klasse ist ja Reiterin. Und die meinte halt, sie wollte halt einen Namen für ihren Pferd haben, ne? Für ihren Pferd haben. Für ihr Pferd haben. Haben halt überlegt, so, da meinst du, wie heißt der mit Jeremy? Also, ne, natürlich, wir wissen, dass es Jeremy heißt. Mit, es ist 12 Uhr. Aber, ja, meine Ulpik. Aber wir machen es halt immer einen Spaß, dass sie diesen Assi-Namen. Ist jetzt keine Blending on irgendwie, der Jeremy heißt, aber meinst du, wie wär's denn mit Jeremy? Dann Mirko so, oder Shiggy? Wie wär's denn mit Jeremy Shiggy? Ja, und also, was hast du denn genommen? Also Mirko und Luisa, Klassenkameraden, so, um das mal zu verdeutlichen. Was hast du denn gemacht? Weißt du noch nicht. Hoffentlich ein bisschen das Shiggy. Das war erst gestern. Also Shiggy ist echt ein guter Name. Ich fand Jeremy Shiggy so als Kombination, finde ich eigentlich ziemlich sexy Name. So, so solltest du dein Kind nennen. Hä? Dein Kind nennen. Nee, mein Kind wird Paul Ansgar. Wenn man das so gerne rufen kann. Paul Ansgar, pass mal runter. Das ist so asozial und berechnest das auch noch, ne? Nur damit du Kind so rufen kannst. Sie können ja Paul Ansgar und dann ist das dann Jeremy Shiggy. So. Jeremy Shiggy kann man glaube ich auch gut rufen, oder? Jeremy Shiggy? Ne, kannst du aber nicht. Jeremy Shiggy! So. Dann können wir das Ding da nicht ein. Hammer. Geil. Ja.
Wie kommst du hier hoch? Stirb! Stirb! Was? Der Pokémon-Trainer? Der ist da hochgeklettert. Schiri. Das nervt wohl noch. Also. Wir gehen einfach oben lang. Ach, ein Ton. Nach der Stage machen wir trotzdem mal eine Aufnahmepause, weil ich ganz gerne was essen würde. Ein Müsli. Genau. Du nicht? Nein. Hier. Hallo. Geil. Funktioniert natürlich nicht. So. Tschingi! Warte mal, hier unten war noch was. Ah ja, hier ist der Typ, wo wir weiter müssen. Wir müssen schon oben lang gehen. Du kannst nicht durch dieses Gerüst, wo 5 Meter Platz neben sind, kannst du nicht einfach nah dran vorbeigehen? Das geht nicht. Nein. Das ist schon echt. Man muss schon die ganze Zeit auf den draufkloppen, um die niederzukriegen. Warte mal, das war zu. Hier sind erstmal Nahrung. Erstmal Nahrung. Wow. Warte mal, komm mit. Thomas, was ist denn? Moment, ich wollte hier unten. Guck mal, was das ist oder was? Das sind Türen. Nee! In der Tür ist auch was drin. Ich dachte, du musst noch nicht weiter, aber. Oh, Musikstück, geil. Das ist für dich. Ja, jetzt hätte ich es auch selbst gebraucht. Ja, ich hätte es auf jeden Fall gebraucht. Wie? Gut machst du nicht viel Schaden machen mit den Stacheln. Egal. Nein. Aber es sind alle Gegner respawned. Einfach weiter. Einfach schwimmen. Wow, können wir auch gut. Oh, Hammer. Jetzt sind alle weg. Die respawnen auch. Ja, ich weiß, ich habe ganz voll gecheatet. Ich bin eigentlich runtergefallen. Hat dann einfach Start gedrückt. Boah. Ach geil, ich kann irgendwie gar nicht unterscheiden, das, was der Minikill ist. Ich dachte, ausrennen, was gewesen. Ich kann es gerade irgendwie nicht unterscheiden. Nein. Come on. Come on. Come on. Oh oh. Ach, das ist doch schon relativ schwer. Lukas ist ein, meiner Meinung nach ziemlich schwer zu bedienender Charakter. Der kommt gleich am Anfang so. Ja, schon. Bist du da rausgeflogen? Ja. Macht aber nichts. Yeah. Sagt er für mich was? Sag mal. Na, Kleiner? Soll ich dir mal meine Bälle zeigen? So spricht er. So spricht er in etwa. Das war jetzt ein richtig gutes Wortspiel. Wrinkly Kong. Lilina. Joshua. Was sind Joshua? Snowman. Cool. Snowman. Kennst du sofort? Ne, ich hab nur an das Video gerade gedacht, was du gezeigt hast. So, mal speichern und dann. Erstmal. Der gute Miesen-Pause. 16%. Ja, natürlich. Schon ein ordentliches Team. Oh, wir spielen schon 1 Stunde und 46 Minuten. Okay. Ah ja, auch das tolle Intro noch gesungen. So, bis gleich. Bis gleich.